sei das Tetraeder ABCS mit A hat als Koordinate 3, 1, 0, B hat als Koordinate 1, 2, 0, C hat als Koordinate 2, 5, 0 und S hat als Koordinate 2, 4, 5 und das in einem orthonormierten Bezugssystem. Frage: Welche Kante hat die größte Steigung? Wir wählen zuerst ein orthonormiertes Bezugssystem des Raumes, in dem der Punkt A als Koordinate 3, 1, 0 hat. 3, 1, 0, da ist der Punkt A. Der Punkt B hat als Koordinate 1, 2, 0. Der Punkt C hat als Koordinate 2, 5, 0. Und der Punkt S hat als Koordinate 2, 4, 5. Da sind also diese vier Punkte A, B, C und S, die dieses grüne Tetraeder bilden. Um es deutlicher zu erkennen, blende ich die Konstruktionen der vier Punkte A, B, C und S aus. Um die Frage zu beantworten, werden wir zuerst den Sinus des Winkels berechnen, den diese Kante AS mit der horizontalen Ebene XY bildet. Das können wir durch diese Formel. Der Sinus von diesem Winkel Alpha, den die Strecke AS mit der horizontalen Magenta-Ebene bildet, lässt sich berechnen durch das Skalarprodukt der zwei Vektoren AS und ein Normalvektor zu dieser Ebene, geteilt durch das Produkt der Normen dieser zwei Vektoren. In unserem Fall können wir als Normalvektor den Vektor n nehmen, der als Koordinate 0, 0, 1 hat. Die Koordinate vom Vektor AS erhalten wir durch Koordinate von S minus Koordinate von A, also 2 minus 3, das macht minus 1, 4 minus 1 macht 3 und 5 minus 0 macht 5. Also die Koordinate vom Vektor AS, das ist minus 1, 3, 5. Da unser Bezugssystem orthonormiert ist, können wir die Norm dieses Vektors berechnen durch die Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat plus Lot im Quadrat. Die Norm dieses Normalvektors n ist natürlich 1 und da unser Bezugssystem orthonormiert ist, können wir dieses Skalarprodukt berechnen durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Als Sinus von dem Winkel Alpha finden wir also 5 geteilt durch die Quadratwurzel von 35. Und der Taschenrechner liefert diesen Dezimalwert für den Sinus von Alpha. Jetzt machen wir genau dasselbe mit dieser Tetraederkante BS. Den Winkel nennen wir Beta und finden so, dass der Sinus von diesem Winkel Beta ungefähr 0,91287 beträgt. Jetzt noch dasselbe mit der Kante CS. Den Winkel, den diese Kante CS mit der Ebene XY bildet, nennen wir Gamma. Und wir finden so, dass der Sinus von Gamma ungefähr 0,98058 beträgt. Wir sehen also hier, dass der Sinus von Alpha kränk kleiner ist als der Sinus von Beta und der Sinus von Beta ist streng kleiner als der Sinus von Gamma. Das sehen wir an diesen drei Dezimalwerten. Und da Alpha, Beta und Gamma sich zwischen 0 Grad und 90 Grad befinden, ist diese Reihenfolge zwischen den Winkeln erhalten. Das heißt, die Öffnung von Alpha ist streng kleiner als die Öffnung von Beta und die Öffnung von Beta ist streng kleiner als die von Gamma. Also ist Gamma der größte Winkel und somit hat die Kante CS die größte Steigung.